Hallo, heute zeige ich euch, wie wir uns Chiliöl selber machen. Dazu brauchen wir Folgendes. Einmal frische Chilis, die habe ich hier, die sind schon reif, die müssen ab. Wie ihr sehen könnt, sind die schön rot, müssen die auch sein. Und sie sind scharf. Und dann habe ich hier noch einmal getrocknete Chilis, die sind ganz. Und wir brauchen natürlich Öl. Dafür nehme ich jetzt hier die kleine Flasche. Und das Öl, weil das Öl hier muss nicht lichtgeschützt aufwärmen. Dafür brauchen wir keine dunkle Flasche. So, jetzt nehme ich mir von den getrockneten Chilis zwei Stück. Schöne große. Und von den frischen Chilis mache ich mir auch welche ab. Ich glaube, da reicht eine, weil die sind sehr scharf. Dann schneide ich hier das Grüne noch ab, weil das wollen wir nicht mit dem Öl haben, das schmeckt nicht. Dann schneide ich die in der Mitte durch. Hier könnt ihr schon schön sehen. Und dann lege ich die einfach hier in das Öl ein. Mit. So, die kleinen auch noch rein. Dann drehe ich das Ganze wieder zu, dass das luftdicht verschlossen ist. Dann schüttle ich das. Und das lasst ihr jetzt ungefähr 2 Wochen stehen. Und nach 2 Wochen bekommt das Öl dann eine leicht orange Färbung, weil sich das Capsaicin durch das Öl relativ langsam löst, müsst das auch 2 Wochen stehen lassen. Ihr könnt natürlich auch Olivenöl nehmen, aber dafür braucht ihr eine dunkle Flasche, weil es lichtgeschützt aufbewahrt werden muss, da es dann schnell schlecht wird. So, nach 2 Wochen könnt ihr das dann benutzen zum Braten, für Salat, ist gar kein Problem, schmeckt total lecker. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein paar frische Kräuter damit reintun und einfach ziehen lassen. Das war's schon. Viel Spaß beim Selbermachen.